sich gewünscht, dass ich euch zeige, wie man Kochtöpfe abwaschen tut bzw. auswaschen. Ich habe hier zwei Kochtöpfe, glaube ich zumindest. Nun, ich zeige euch, was man dafür braucht. Wir brauchen ein Handtuch, einen Wasserhahn und eben die Kochtöpfe. Nun kommt das Handtuch zum Einsatz. Ich verwende es hier als Waschlappen. Nun spülen wir es etwas aus. Und was viele vergessen, auch die Außenseite und Unterseite sollte man abwaschen. Und natürlich auch die Griffe. Zum Trocknen brauchen wir so ein Abtropfgitter, glaube ich nicht mal das, und legt das einfach so hin. Man kann es auch versuchen aufzustellen. Ja, das hält. Und dann kommen wir zum nächsten Teil. Mal den Deckel. Solltet ihr aufpassen, der hat hier eine scharfe Kante, da kann man sich leicht dran schneiden. Und auch hier wieder, auch außen. Das stellen wir hier auf. Ja, das halt. Und zu guter Letzt diesen kleinen Kochtopf. Auch hier wieder außen nicht vergessen. Ach ja, und sollte das Handtuch zu dreckig sein, mal auswaschen. Weiter geht's.
Ja, so hält das. Das war's. Warte mal. Nach vorne. Ich denke, nach vorne. Nach vorne, damit das Wasser auch abtropfen kann. Das war's jetzt aber endgültig. Dann bis zum nächsten Mal.